Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe ein neues Projekt für all diejenigen, die denken, dass The Forest noch nicht gruselig genug ist. Es handelt sich um ein Zombiespiel und viele Zombiespiele und Serien haben uns schon auf das Ende der Welt vorbereitet. Die Rede ist von Project Zomboid. Sorry. Der Blitz war irgendwie so Dr. Evil-mäßig. Ja, ich habe schon vor ca. 6 Monaten an dem Spiel teilgenommen, damals war es noch in der Public-Alpha-Version. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile sich daraus bewegt hat, aber es war damals schon ziemlich süchtig machend. Es ist so eine Art Survival-Game mit Aufbauelementen, auch so ähnlich wie The Forest, nur aus einem ganz anderen Blickwinkel und einer ganz anderen Grafik. Ich starte es einfach mal auf Survival und hier können wir gleich unsere Startzone auswählen. Das ist eine riesige Karte, auf der wir uns bewegen können. Und hier sehen wir schon, in welchen Teilen dieser Karte wir starten werden. Zur Auswahl stehen Muldraw und West Point. Beide haben unterschiedliche Populationsgrößen und sind andere Teile der Karte. Der eine ist eher industriell, der andere eher, ja, eher vorstadtmäßig. Ich nehme einfach mal West Point, denn hier ist eine höhere Population und höhere Population bedeutet auch mehr Zombies. Im nächsten Schritt können wir uns unseren Charakter erstellen. Es ist ein bisschen alt, würde ich behaupten. Nehmen wir doch mal hier. Schauen wir uns mal an. Ach, ist auch vollkommen egal, oder? Ist hier einem random Dude. Nein, ich hätte gerne einen Kerl tatsächlich. Eine Glatze ist auch nicht so cool. Das sieht doch richtig schön Hinterwäldler, Mittler, Westenmäßig aus. Und wie nennen wir den? Ich habe mir einen coolen Namen überlegt. Und zwar The Truth. Send me. Jetzt wirst du dich fragen, was ist das für ein bescheuerter Name? Ich kann es dir sagen. Das ist der erste User, der mir einen Kommentar geschrieben hat, nachdem mein Kanal einen Relaunch hingelegt hat. Und halte dich fest, es ist tatsächlich ein positiver. So, vielen Dank dafür, deswegen der Charakter The Truth Send Me. Und hier können wir uns erstmal unsere Berufsgruppe aussuchen. Polizeibeamter, Wildhüter, Wachmann. Feuerwehrmann klingt doch gar nicht mal schlecht. Jedes Kind möchte Feuerwehrmann sein. Doppelte Geschwindigkeit beim Durchbrechen von Türen mit der Axt. Dickhäutig. Geringere Chancen, dass Kratzer und Bisse in die Haut eindringen. Das ist natürlich richtig geil. Denn das Problem ist nämlich, wenn dich Zombies beißen, dann kann es sein, dass du dich infizierst. Und wenn du dich infizierst, dann bist du am Arsch. Und zwar gewaltig. Da gibt es nämlich kein Gegenmittel und du vegetierst die nächsten Tage vor dich hin und bist dann tatsächlich selber einer von denen, die du eigentlich bekämpfst. Hier haben wir die Möglichkeit, uns Attribute zu geben. Das ist so wie bei das schwarze Auge. Du kannst dir positive Fähigkeiten geben, dann kriegst du Punkte abgezogen. Du kannst dir negative Fähigkeiten geben, dann bekommst du Punkte gut geschrieben und am Ende muss 0 rauskommen. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben stark. Gewohnheitstrinker, wird nicht so leicht betrunken. Da ich eh keinen Bock habe, mich hier volllaufen zu lassen, ist das eher nicht so. Weniger anfällig für Panikattacken. Appetitlos, ich muss seltener essen. In einem Survival-Game ist das doch richtig gut. Nehmen wir das mal mit. Schwerhörig. Auch nicht schlecht. Oder hier, wird im Freien panisch. Das kennen wir doch alle, wenn wir in der Innenstadt stehen und völlig in Panik verfallen, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir draußen sind. Hier haben wir noch Lucky und Unlucky. Das sind natürlich deutsche Ausdrücke für die Tatsache, what could go wrong for you often does. Ja, wir müssen uns jetzt noch irgendwas Negatives geben, das nicht so ins Gewicht fällt. Und zwar für 3. Schwaches Immunsystem, Hypochonder. Kann Symptome einer Infektion entwickeln, ohne wirklich infiziert zu sein. Na, danke für nix. Übergewichtig, auch nicht so der Hit. Macht mir Geräusche beim Gehen. Eigentlich ist das alles ziemlich uncool. Ja, geben wir uns doch einfach mal Gelegenheitstrinker. Wir haben ja eh keinen Grund, uns hier zu betrinken. Von mir aus auch grüblerisch. Dann haben wir noch einen Punkt gut geschrieben, aber ich glaube nicht, dass es etwas für einen Punkt gibt. So, drücken wir hier auf Start und so, jetzt muss ich erstmal meine ganz tiefe Trailerstimme einschalten. In einer Welt,
in der die Endzeiten angebrochen sind, kämpft Tom Cruise und Bruce Willis gegen den Rest der verbliebenen Menschheit in einer Welt, in der es keine Hoffnung mehr auf Überleben gibt. In einer Welt, in der Trailerstimmen inflationär häufig verwendet werden, gibt es eine Geschichte und diese handelt davon, wie du stirbst. Und da sind wir. Wir werden komplett unverfroren ins Gameplay geworfen. Und zwar sind wir hier in unserem Haus und sind schon mitten in der Zombie-Apokalypse, so wie es auch die Musik zu unterstreichen versucht. Ich merke, dass ich nicht zoomen kann, deswegen werde ich jetzt mit Säuselstimme versuchen, das Optionsmenü zu hintersprechen. Enable Zoom, ja, nein. Ich drücke auf Speichern, dann wieder auf Optionen. Enable Zoom, ja. Jetzt drücke ich wieder Speichern. Tralala. Und jetzt kann ich auch Zoom, hervorragend. So. Als erstes brauchen wir Nahrung. Wir können jetzt hier alles durchsuchen. Das hier ist das Tutorial. Das werde ich jetzt einfach mal wegklicken. Ich bin anmaßend genug zu behaupten, dass ich das schon irgendwie auf die Reihe kriege. Wir haben einen Kühlschrank und der ist rappelvoll. Das ist hervorragend. Hier im Schrank ist erstmal nichts. Es macht natürlich Sinn, sich erstmal so eine Art Home-Basis zu schaffen, um immer einen Rückzugsort zu bekommen. Schlaftabletten nehme ich mal mit. Pullover. Zigaretten? Brauche ich die? Keine Ahnung. Nehme ich mal mit. Das ist unser Badezimmer. Sieht ja ziemlich geräumig aus. Bin ein Einsiedler und ein Junggeselle. Ich habe keine besonders schöne Wohnung. Noch ein Kopfkissen. Ein Bettlaken. Ein Gürtel. Ich könnte jetzt natürlich irgendwas gebrauchen, um etwas hineinzutun. Eine Tüte oder einen Rucksack. Irgendwie sowas. Natürlich finde ich nichts. So, gehe ich doch mal raus. Wie du siehst, habe ich ein Blickfeld. Das heißt, ich gucke jetzt hier runter und jetzt kann ich die ganze Straße einsehen. Jetzt gucke ich nach oben und da ist schon die Nachbarschaft. Huhu, Patricia, hast du Bock auf Grillen? Ja, die alte Nachbarschaft hat sich ein bisschen gegen uns verschworen hier. Ich schleiche gerade oder ich laufe so langsam wie ich kann. Trotzdem hat der Zombie uns gehört und ich habe keine Waffe. Trotzdem kann ich versuchen, mich um ihn zu kümmern. Er kommt da ganz schön angerannt. Mit einem gezielten Schubs und daneben geschubst. Und einem gezielten Schubs schmeiße ich ihn um und versuche, ihn tot zu prügeln. Meine Damen und Herren, das war unser First Kill. So, schauen wir erstmal rum. Ich versuche mal zu gucken, ob ich hier in den Häusern irgendwas finde, das mir das Leben erleichtern kann. Abgeschlossen? Selbstverständlich. Ich höre Geräusche. Das klingt wie ein Zombie, der irgendwo gegen ein Fenster schlägt. Erstmal gucke ich hier ins Haus rein. Ist hier irgendwas? Oh, ich glaube, da vorm Fenster steht direkt einer. Tatsache. Ja, vielleicht nicht der perfekte Einstiegsort. Immer schön oben drumherum gucken, ob sich einer von hinten anschleicht. Denn das ist nämlich die größte Gefahr hier. Dass sich Zombies von hinten an dich anschleichen und den Biss verpassen. Und wie erwähnt, jeder Biss kann tödlich sein. Oh, ist der aggressiv. Der ist ja richtig mutzig. Versuche ich mal das Fenster aufzukriegen. Und er hat mich gesehen. Vielleicht schaffe ich es, dass er jetzt rauskommt. Ich habe das Fenster für ihn aufgemacht. Oh, jawohl. So, es ist nur der hinter mir hergeht. Keine Waffe, aber ein gezielter Schubs. Und jetzt wieder auf den Kopf zielen und tot treten. Ich halte die ganze Zeit STRG gedrückt, damit ich nicht so schnell bin. Und die beiden haben mich gesehen. Ja. Das fängt ja schon gut an hier. Hier oben sieht man meine Buffs. Ich hatte eben gerade ein bisschen Angst bekommen. Jetzt kriege ich schon wieder Angst. Das hat Einfluss auf meine Attribute und wie aufmerksam ich bin. Aufmerksamkeit ist hier das Sichtfeld und wie schnell es sich aktualisiert. Mal einen Blick riskieren. Haben wir den auch.
Ich höre da hier schon wieder so einen von den Sacknähten. Na komm schon. Ist die Alte jetzt da reingeklettert oder was? Ich will doch nur einen beschissenen Rucksack oder sowas. Nein, jetzt habe ich es natürlich wieder zugemacht. Durchklettern. Oh! Oh, das war knapp. Der Zombie ist durchs Fenster rein und hat dann versucht, von drinnen durch die Tür rauszugehen. Hervorragend. Na, danke. Kühlschrank. Wie man sieht, ist der Kühlschrank noch an. Die Farbe signalisiert nämlich, dass das alles gut gekühlt ist. Doch wer weiß, wie lange das noch der Fall ist. Denn irgendwann fällt hier auch der Strom aus. Irgendwann versiegt auch die letzte Wasserquelle. Und dann geht's erst richtig los, ums Überleben zu kämpfen. Und der hier wohnt auch nicht sehr viel besser als ich selbst. Der hat nämlich gar nichts. Ich bin etwas durstig. Ich habe einen trockenen Mund. Dann gehe ich doch hier an den Wasserhahn und trinke erstmal einen guten Schlackes. Okay. Gehen wir zum nächsten Haus. Es gilt erstmal einen Unterschlupf zu finden, ein Haus, das uns ein bisschen Sicherheit bietet, dass wir, ja, ein bisschen verbarrikadieren können. Oh! Ach du Scheiße! Okay, komm her. Ich muss die Kontrolle bewahren. Ich hier oben breche völlig in Panik aus. Dich schubse ich. So, der wird jetzt gleich wieder aufstehen. Jetzt habe ich sie beisammen. Nochmal. Ah, vielleicht kann ich die zusammen um. Oh, fuck. Lass mal hinter mich gucken. Nicht, dass noch jemand einfach jetzt hier aus dem Gestrüpp kommt. Das ist gar nicht so einfach. Ah. Na komm schon. Ah, das ist gar nicht so einfach. Nein, kommt nichts. Oh Mann. Das ist halt ziemlich intensiv. Ein Kratzer und dann war's das. Kriegst du einen Scratch, dann blutest du. Ein paar Stunden später kriegst du eine Infektion. Und du verwandelst dich langsam zu einem Zombie. Und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Hast du mal reingeguckt? Das sieht gut aus. Mach mal das Fenster auf. Ich beruhige mich auch wieder ein bisschen. Bin immer noch verdammt panisch. Der Schreck sitzt mir noch in den Gliedern. Verständlich. Lass mal gucken, ob hier irgendeiner von den Walkern hier im Haus ist. Oh Gott, wenn man vom Teufel spricht. Rüdiger! Wir hatten doch immer ein gutes Verhältnis. Du hast mir doch immer deine Bohrmaschine geliehen. Boah, und deine blöde Frau. Die konnte ich aber nie leiden. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Rüdiger ist super aggressiv. Okay, okay, ich geb's zu. Ich hab dir den Schraubenzieher geklaut. Oh Mann, ey. Das ist aber schon ziemlich riskant, was ich hier mache. Normalerweise sollte man nicht ganz so aggressiv vorgehen. So, Rüdiger, wehe, du hast hier nichts Gescheites in der Hütte. Eine Pistole. Dafür verzeih ich dir auch den Assi-Ausfall von eben. Ja, cool. Das ist ja schon mal ziemlich krass. Rüdiger, du alter Saurüde. Du warst ja ein richtig harter Brocken. Was haben wir hier? Nix. Gar nichts. Natürlich überhaupt nichts. Alles gut gekühlt. Aber ich werde später vorbeikommen, wenn ich A, einen Unterschlupf habe und B, es gescheit schleppen kann. Hier ist ja gar nichts. Bin ich hier im Slum oder was? Na, das sieht doch ein bisschen größer aus. Da finde ich doch bestimmt was Gescheites. Ich laufe immer noch langsam, damit ich mich von hinten anschleichen kann. Ich glaube, ich kümmere mich auch erstmal um den. Wenn die Zombies hier schön separiert sind, boah, dann kann man sich gut um die kümmern.
Na, hat aber auch eine Menge ausgehalten. Problem sind die immer in Gruppen. Das hast du eben schon gesehen. Zu zweit wird es schon ziemlich tricky und irgendwann verlässt einem auch die Kraft und man kann die Gegner nicht mehr so schön umschmeißen. Tür ist zu. Ah, sieht aber gut aus. Wollen wir noch mal gucken. Dieses Gebummel, was du da hörst, der Zombie, der gegen das Fenster oder gegen die Tür sprügelt, der macht natürlich Lärm und Lärm zockt. Lärm lockt auch immer Zombies an. Teebeutel, nein, nicht looten. Erstmal gucken. Na komm schon. Oh shit. Einer? Oh, zwei. Oh, scheiße. Na komm schon. Oh, fuck. Bleib liegen. Oh, Mann. Warum müsst ihr alle in euren Häusern verrecken? Leute. Das ist wieder das typische Endzeit-Zombie-Verhalten. Wie so ein Tier im Unterschlupf krepieren. Ah, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, ist das nicht. Das ist so uncool. Kommt da noch einer? Nein. Und das ohne Waffe, meine Damen und Herren. Ich bitte dies zu honorieren. Nicht eine Waffe. Schon mehr Zombies getötet als Rick in The Walking Dead. Ein Basie. Das gibt meinen Argumenten natürlich eine ganz neue Schlagkraft. Kopfkissen, Schuhe, braucht keiner. Was haben wir denn hier in den Kisten? Eine Batterie und die Farbe Türkis. Hervorragend. Ich verhungere, aber habe eine schöne Wand. Hervorragend. Treppe runter. Die Musik ist so entmutigend. Tischlern für Experten. Ein Büchlein. Nehme ich mit. Ich könnte aber tatsächlich einen Rucksack gebrauchen. Na toll, eine Whiskyflasche. Päckchen. Aber nichts, was ich wirklich irgendwas reinmachen kann. Und wenn es eine blöde Plastiktüte ist. Na, wie komme ich hier raus? Ich habe Durst und Hunger. Siehst du hier oben an den kleinen Icons? Ein wenig hungrig und etwas panisch. Ich bin ein panischer Hungriger. Ein hungriger Panischer. Fertig Popcorn. Hier haben wir doch irgendwas. Was haben wir denn da? Einen schönen Pack Butter. Mir ein bisschen Fleisch. Oh, kann ich alles essen. Hält länger vor. So, jetzt esse ich und die Zeit geht jetzt natürlich weiter. Wir müssen doch jetzt demnächst schlafen gehen. Es wird auch dunkel. Das heißt, das sehen wir schlechter. Können nicht mehr so weit gucken. Ein Kampf gegen das Fenster. So, jetzt hier mit meinem Baseballschläger. Kaboom. Schön zum Kopf gehen. Hervorragend. Umgehauen. Komm her. Ich mach dich auch noch platt. Nichts hält natürlich für immer. Auch der Baseballschläger hat eine Haltbarkeit. Durch die hohe Anstrengung des Schwingens bin ich auch K.O. Nicht gut. Wir suchen immer noch einen Unterschlupf. Irgendwas, wo wir uns verstecken können und die Nacht vor allen Dingen über... Oh, hier ist ein kaputtes Fenster. Da scheint wohl schon jemand durchgegangen zu sein. Ich war's nicht. Da hinten steht er. Ist das einer? Bisher schon. Boah. Schlampe. Okay, hat das Haus einen zweiten Stock? Ich glaube schon. Das sah aus wie zweistöckig. So. Bitte jetzt Wetten abschließen, wie viele Zombies hier oben sind. So, nun werden keine Wetten mehr angenommen. Boah.
Einer? Ja. Und jedes Mal mache ich mir... Oh, fuck! What the fuck? Hat er mich gebissen? Oh, scheiße. Es ist auch so scheiße dunkel. Ah, ich konzentriere mich gerade wie die Hölle. Ich habe nämlich keinen Bock, in der ersten Aufnahme gleich ins Gras zu beißen. Na komm schon. Ach, da war ich schon. Kam der Verrückte raus. Schock. Boot, 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 boot. Zombie. Okay. Kinderzimmer. Komm, gib mir irgendeinen Schulranzen oder sowas. Noch ein Baseballschläger. Ein Schulranzen, hervorragend. Jawohl. So, wir haben jetzt einen Schulranzen. Und wie kann ich jetzt da... Jetzt kann ich hier nämlich Sachen reinmachen. Dann nehme ich den anderen Baseballschläger mit. Und wir sehen, ich habe jetzt hier 2 von 15. Ich bin müde. Und habe hier 5 von 8. Das heißt, die Pistole mache ich jetzt auch mal in den Schulranzen. Und meine Ziggis. Ich habe vor, Nichtraucher zu sein. Das Laken nehme ich mal hier mit. So, und hier werde ich jetzt das Laken einfach mal ans Fenster machen. Die Laken zuziehen. So, jetzt, die Zombies können nämlich auch von außen in das Haus reingucken. Das ist ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn du in dem Haus übernachten möchtest. Da können schon die verrücktesten Sachen passieren. Aber das brauche ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Du hast ja auch gesunden Menschenverstand. So, und hier ist auch die erste Folge vorbei. Wir haben nun unsere Rucksäcke gefunden, werden dann demnächst auch noch schlafen gehen und dann im nächsten Teil unser Haus suchen, das wir dann zu unserer Festung umbauen werden. Hier in Project Zomboid, wo jeder Tag das blanke Überleben bedeutet.